Mein Name ist Sebastian Reisig. Ich bin der Geschäftsführer der Aktion Zivilcourage aus Pirna und habe diesen Verein vor 14 Jahren hier in Pirna mitgegründet. Die Aktion Zivilcourage haben wir 1998 gegründet, aus dem Grund, dass es im Landkreis Sächsische Schweiz sehr viele Auffälligkeiten mit rechtsextremen Vorfällen gab und dass wir uns als Jugendliche gedacht haben, dass wir das einfach in dieser Stadt, in unserer Stadt, nie so hinnehmen wollen und uns überlegt haben, was wir dagegen tun können. Mittlerweile haben wir sehr viele Aktivitäten entfalten, der Verein ist sehr groß geworden. Indem wir Demokratievermittlung betreiben, indem wir in die Projekte, die wir tun, ganz viele junge Menschen mit einbeziehen, positiv mit ihrer Stadt umzugehen, indem wir sehr eng mit Behörden, Verwaltungen auch zusammenarbeiten, indem wir ein sehr großes, breites Netzwerk gespannt haben über den Landkreis Sächsische Schweiz, was auch sehr, sehr viele zivilgesellschaftliche Institutionen mit einschließt. Wir bieten Workshops an zu verschiedenen Themen, angefangen von Zivilcourage, Thema Menschenrechte, aber auch zur Weiterbildung im Thema Projektmanagement, Fundraising. Wir bieten insbesondere für Schulklassen Gedenkstättenfahrten an und Gedenkprojekte, insbesondere mit der Gedenkstätte Pirna-Sonnstein hier in der Stadt, ganz klar. Unter anderem bearbeiten wir mit denen zusammen die Gedenkspur in Pirna. Knapp 15.000 bunte Kreuzchen ziehen sich durch die historische Altstadt Pirnas. Die bunten Kreuzchen symbolisieren die ermordeten Menschen auf dem Pirna-Sonnstein, die dort im Rahmen der Euthanasie-Verbrechen umgebracht worden sind. Ein Höhepunkt in unserer Arbeit ist der Markt der Kulturen. Vor 9 Jahren begonnen als kleines Fest, als Kontrapunkt zu einer Neonazi-Demonstration. Mittlerweile ein großes kulturelles, auch überregionales Highlight mit 10.000 Gästen, wo die Stadt Pirna ihre Vielfalt mit den Pirnaer Einwohnern, Vereinen, Parteien zusammen feiert und was ein richtig großer Punkt geworden ist in der Festlandschaft der Stadt. Hätte man bei Zeiten begonnen, sich hier mit dem Thema Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, wäre das in der Region nie so stark geworden. Es hat sehr lange bedurft, die richtigen Partner wirklich mit an den Tisch zu kriegen und auch ein Problembewusstsein für das Thema zu schaffen. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist und wir jetzt seit einiger Zeit schon auf einem guten Weg sind, wenn auch lange noch nie am Ziel. In den letzten 15 Jahren durften wir hier im Landkreis Sächsische Schweiz sehr, sehr viele Erfahrungen machen. Uns ist wichtig, die Erfahrung jetzt auch an andere Partner und Organisationen in der Region abzugeben. Es gibt viele Initiativen, viele Vereine, wo wir unsere Kompetenzen, die wir erwerben durften, eben jetzt weiter vermitteln können. Das ist ein neuer Schwerpunkt unserer Aktivität. Was mich persönlich ganz besonders freut und mir auch Hoffnung für die Zukunft gibt, ist, dass die Aktion Zivilcourage jetzt 14 Jahre besteht, nächstes Jahr ihr 15. Jubiläum hat. Es ist uns gelungen, immer wieder junge Leute nachzuziehen, in den Verein zu holen, den Verein personell immer weiter zu verbreitern. Und wir planen auch für nächstes Jahr schon wieder eine Vielzahl schöner Projekte, auf die ich mich ganz besonders freue. Prima, los.